Moin, hier ist Chris, Viktor Paterspiele. Jetzt ist es auch wieder Sonntagmorgen und nicht so wie letzte Woche. Da müssen wir jetzt ein bisschen was nachholen. Gleich nämlich die Spiele, die wir am Samstag gespielt haben und am Sonntag. Nächste Woche könnte es auch wieder sein, dass sich das Ganze ein bisschen verschiebt, denn da steht auch wieder hoher Besuch ins Haus am Samstag, relativ früh. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich trinke schon Kaffee. Hier steht nämlich ein ganzer Haufen. Ich will gar nicht groß rumsabbeln und dann geht's los. Ihr habt ja so eine Ahnung von der letzten Woche noch, womit es losging. Und also keine Angst jetzt an die nicht Wargamer, es kommen noch andere Sachen, aber das war nun mal so am Samstag. Wir haben zuerst Dark Sands gespielt von GMT, das war auch schon öfter hier, deswegen will ich jetzt gar nicht so mega viel erzählen. Nordafrika, wir haben wieder das zweite Szenario gespielt, in dem die Deutschen nach Nordafrika kommen und eigentlich historisch bedingt die Engländer bis nach Ägypten zurückdrängen, Tobruk und Co. So mal als Stichwort. Und es hat hier nicht geklappt. Aber wir haben noch Optionen offen. Man hat wirklich eine Menge Ideen, die man da umsetzen kann, wie man mit welcher Strategie denn da ran will. Und wir schauen einfach mal, was beim nächsten Mal kommt. Man kann es wirklich nicht auf Würfelglück schieben, denn es ist hier wirklich ganz deutlich abhängig von den Strategien, die man fährt. Und das macht das Spiel wirklich sehr gut. Ansonsten, wie gesagt, war es schon öfter mal hier. Es hat Chip-Pull, das heißt, man kann es auch gut solo spielen, was ich auch schon getan habe, was wirklich gut klappt. Ja, ihr werdet demnächst auch nochmal ein größeres, längeres Video daher zu sehen, denn das ist ein Spiel, das es mir doch momentan ganz gut angetan hat und das es auf jeden Fall verdient hat, nochmal für die Interessierten, da nochmal ein bisschen mehr zu machen. Das war Dark Sands an dieser Stelle. Das nächste Spiel, das wir gespielt haben. Also wir haben Dark Sands angefangen am Samstag. Kai und ich. Moin. Und gegen Abend kam dann Mirko dazu. Schluck Kaffee. Wir sind im Weltkrieg 2 Setting geblieben. Haben dann zu dritt gespielt. Und was könnte es sein, wenn man kein Coin mit Bots spielt? Gibt natürlich noch andere Sachen. Aber wir haben Churchill gespielt. Nach längerer Zeit mal wieder eine Runde Churchill auf dem Tisch. Es war wieder großartig. Großes Kino, mehr kann man nicht sagen. Churchill hat das Rennen gemacht und kein Stichspiel. Churchill hat das Rennen gemacht. Man hätte es tatsächlich, weiß nicht, wenn man das, wir haben uns ein paar Tage später nochmal unterhalten, hätte man das Ganze runtergebrochen. Ist die Frage, hat Churchill das Ding jetzt wirklich geholt, weil, also es gab ja diese Punkteanpassung am Ende, aber hat Churchill das Ding jetzt wirklich geholt, weil der D-Day tatsächlich erst in Runde 2 gekommen war, obwohl Mirko Roosevelt das Ding wesentlich lieber in der ersten Runde schon durchgezogen hätte, aber na, Chris Churchill hat das nicht zugelassen und Stalin musste noch ein bisschen weiter ackern hinten im Osten. Nichtsdestotrotz hat Stalin es aber geschafft, Berlin einzunehmen als einziger, aber wir haben, das war zumindest eines der Ziele des Abends, Berlin ja, zu befreien, den Faschismus aus Deutschland rauszutreten, das haben wir geschafft. Und dementsprechend Churchill wieder ganz, ganz groß. Es war schon oft hier, es gibt Rezensionen, Regeln, Live-Play, was soll ich sagen? Es ist eines meiner Lieblingsspiele, es hat sich wieder bestätigt, dass es genau da in meiner Top-Liste hingehört, wo es ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen höher, es war einfach gut. Es war einfach gut. Dann kam der Sonntag. Ich trinke noch einen Kaffee. Und an diesem Sonntag haben wir gestreamt. Und wer dabei war, der weiß, was wir gestreamt haben, nämlich Valparaiso. Hat es vielleicht auch im Nachhinein gesehen. Und auch Valparaiso war länger da. Rezension wird jetzt auch bald kommen. War nicht länger, sondern öfter da. Rezension wird auch bald kommen. Es ist wirklich oft auf dem Tisch gewesen jetzt. Und jetzt war die zweite Partie zu zweit. Und ich sage ganz ehrlich, bei dieser zweiten Partie zu zweit wird es bleiben. Das ist so, das Spiel macht absolut für uns keinen Sinn, zu zweit zu spielen. Ellie fand es nicht toll zu zweit. Ellie kennt es nicht mit mehreren Spielern. Ich kenne es mit mehreren Spielern, ich weiß, was das Spiel zu viert und zu fünft kann und ich würde diese zwei gar nicht raufschreiben auf die Kiste, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut, das ist es ist nicht so, dass es nicht funktioniert, aber es passiert halt wenig zu zweit und das ist dafür sind die Aktionen, die man macht, eigentlich zu, ja, zu mau, so, ne, dass man kommt sich nicht in die Quere, es gibt dieser Handel rotiert nicht. Und ja, man kann wunderbar nebeneinander herspielen, ohne dass man sich irgendwie piekt oder so, aber dann auch wirklich, es gibt Spiele, die können das, und es gibt Spiele, die können das eben nicht, dieses nebeneinander herspielen. Weil Paraiso, finde ich, kann das nicht, weil Paraiso lädt aufgrund seiner Mechanik dazu ein, eben nicht genau das zu tun. Und dementsprechend möchte ich dieses Spiel zu zweit nicht nochmal spielen. Eddie auch nicht, ne? Weil Paraiso zu zweit? Klares.
klares Nein. Aber wie gesagt, wenn ihr öfter zu viert spielt oder zu fünft spielt, Rezension folgt, dann ist das schon ein deutlich besseres Spiel. Definitiv. Ja, es kam ein Montag. Mit Spieleabend und Co. Wir haben zwei Spiele gespielt. Hört, hört, das schaffen wir auch nicht immer. Wir haben angefangen mit Kampf um Rokugan. Das ist ein Spiel, das wir auch schon länger jetzt hier haben. Jetzt saß es endlich auf dem Tisch. Wir haben es zu fünf gespielt, was vielleicht auch nicht die ideale Besetzung ist. Und wir haben hier ein Spiel, Area Control, entfernt. Ich sage es dazu, ich habe nie den Eisernen Thron gespielt bisher. Viele sagten irgendwie hier und da erinnert sie das dran. Auch am Tisch sagten das zwei, drei. Also es hat da auch nicht jeder gespielt. Und es mochte, also von denen, die es gespielt haben, mochte es auch nicht jeder. Das kommt noch dazu. Kampf um Rokugan kam nicht großartig gut an. Uwe fand es ganz gut. Ich fand es okay, sage ich mal, obwohl es mir eigentlich auch zu fünft zumindest. Ne? Zu fünft mir zu chaotisch, zu unübersichtlich. Obwohl, das fand Uwe auch. Zu chaotisch, zu unübersichtlich. Und wir haben es nochmal unterhalten. So dann, ich glaube, wir spielen es nochmal zu dritt. Vielleicht ist das einfach besser. Zu fünft ist hier einfach, hast du wirklich, siehst du kein Land, weil du einfach, du kannst nichts planen. Das ist hier total chaotisch, feuerfrei. Wer da Lust zu hat, bitte. Ich nicht. Und ich bin ja sowieso nicht jemand, der jetzt Area Control so über alles lobt. Das ist nicht immer meins. Und hier, gerade in der Vollbesetzung, wie ich ganz und gar nicht. Ne? Also dann platziere ich eine Smart Bomb und dann explodieren die alle, also die verbrannte Erde heißt es hier. Und dann explodieren die und dann ist alles weg, was man da so geplant hat. Und dann ziehe ich auch noch meine Chips zufällig und dann platziere ich die und habe keinen Einfluss drauf, was dann noch liegt. Und hör mir auf. Also das ist nicht meine Tasse Tee, sage ich ganz ehrlich. Ich werde trotzdem mal irgendwann den Eisernen Thron spielen, aber wenn das, also das hat schon ein paar mehr Tiefen da, denke ich einfach so. Ne? Das hier, zumindest nicht zu fünft, muss ich erstmal so, das ist so der erste Eindruck, muss man sagen. Da wird noch was folgen, aber bisher würde ich also eher Abstand nehmen. Aber wir haben den Abend dann wieder mit einem Auktionsspiel beschlossen, das war auch schon mal hier. Mit The Estates. Und The Estates, auch das finde ich, wenn man so hört, auch so bei uns in der WhatsApp-Gruppe, das kommt ja durchaus geteilt an. Es war wieder gut, zu dritt. Ne? Auch hier habe ich natürlich nicht den, durch die Auktion nicht den Ultra-Einfluss. So, ne? Aber schon so ein bisschen. Ich kann schon so ein bisschen planen und ich habe doch irgendwie mehr Kontrolle, als ich denke immer bei dem Spiel. Ne? Man baut das Spiel auf, erklärt es und dann denkst du, okay, und wenn man es dann gespielt hat, denkst du, okay, eigentlich kann ich hier doch, mache ich hier dann doch mehr oder kann ich doch irgendwie mehr beeinflussen, als ich denke. Und man kann die Spiele auch sehr destruktiv und sehr negativ spielen, dass wirklich alles in die Miesen rast und man kommt da fein raus. Das war auch diesmal so. Und dementsprechend habe ich natürlich enorme Punkteschere, wenn dann Leute mit über 70 Minuspunkten nach Hause gehen, weil die Baugenehmigungen einfach falsch liegen. Tja, das ist schon hardcore, muss ich sagen. Aber es ist ein schöner Absacker. Wir haben ungefähr eine Stunde gespielt. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder, jeder definiert Absacker anders, aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist für mich so, ja, ne, zu fünf glaube ich, obwohl das ist die Frage, ob es viel länger dauert, ne? Also man muss es einfach sehen. Wir haben es bisher nur zu dritt gespielt, zweimal, und weitere Partien werden folgen. Ansonsten finde ich die Estates bisher nach wie vor da, wo es ist, und das, was es macht, das mag ich. Prototyp. Und zwar ein Prototyp, den ihr nachher sehen werdet. Jetzt halte ich hier mal ganz, ganz spannend die Box rein. Aber wir haben ja auch Fotos. Da ist sie. Arabica von Mark Hollinger. Ein Spiel. Es gab auch schon mal ein Video beim Digger. Und ein Wirtschaftsspiel. Wirtschaftsspiel ist ja unseres. Und da hatte er uns auch Kontakte. Das wird auch was für uns. Peinlicherweise ist ja schon ein bisschen her. Und wir haben es nicht vergessen, aber es war immer irgendwie was los. Und da das Spiel irgendwie kein Cover hat, zeige ich zumindest hier mal so ein, zwei Sachen hoch davon. Ellie blendet auch einen Haufen Fotos natürlich ein. Ja, wir haben hier die Anleitung, wir haben hier das Spielertableau, das aktuelle. Und es ist alles noch grafisch unbearbeitet. Aber das Schöne ist halt, es geht so um Produktionsketten. Und das ziemlich schnell. Ne? Also es war schneller vorbei, als ich dachte. Ne? Also gerade zum Wirtschaftsspiel sitzt man ja, man lehnt sich erstmal zurück und dann richtet man sich da auf so ein paar Stunden ein. Und ja, es war jetzt auch trotzdem zwei Stunden, haben wir trotzdem gespielt. Ne? Oder wie lange haben wir gespielt? Arabica, zwei Stunden. Zwei Stunden, würde ich sagen. Und aber es war dann doch schneller zu Ende, als man dachte. So, ne? Und weil es eben auch hier auf 100 Punkte geht und dann Schluss. Und wunderbar daran, aber eben so die verschiedenen Optionen, die man hat. Aber auch hier hat man oft so ein Dilemma. Einfach, was mache ich denn?
Es gibt zum Beispiel so eine Möglichkeit, Rezepte, sich Rezepte zu kaufen. Mit diesen Rezepten kann man eigentlich ganz gefühlt relativ dicke Punkte holen. Aber da am Ende Geld auch noch so viel bringt, was natürlich beim Wirtschaftsspiel durchaus okay ist, hatte ich zwischendurch den Gedanken, meine Güte, man könnte doch eigentlich sich bei diesem Spiel jetzt auf so einem Rezept ausruhen, immer wieder ranschaffen, das Ende herbeiführen und gut ist. Nee, das geht nicht, auf keinen Fall. Also man muss wirklich hier an allen Fronten gucken. Man muss gucken, dass das Lager ist, was Kaffee leer ist. Schön ist diese Fairtrade-Option, die man sofort verkauft. Hallo Schuschu. Und ja, wer Lust hat, sich das anzugucken, nachher live. Schönes Ding bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fehlt eine Option, nämlich so diese Industriekarten, die haben wir in dieser Version nicht drin. Die stehen in der aktuellen Regel schon drin. Aber dazu erzählen wir nachher einfach mal ein bisschen mehr, was es da dann noch macht. Auf jeden Fall ein Prototyp nach unserem Geschmack, sag ich da mal. Ja, Donnerstag habe ich keine Kiste zu da, denn wir haben was von Jochen gespielt, was ich auch nicht habe. Und zwar aus Jochens erweiterter Top 1, würde ich sagen. Shogun. Wir haben Shogun gespielt zu viert. Und auch Shogun zu viert ist ja auch wieder Area Control. Wenn ich jetzt also Kampf von Rokugan nehme, fand ich, hat das schon auch einen Chaos-Faktor. Ich habe das vorher nie gespielt. Ich kenne Wallenstein, das habe ich vor Jahren mal gespielt. In einer echt miesen Runde, mit mieser Stimmung. Und danach hatte ich auch keine Lust mehr auf das Spiel. Und jetzt die Runde dieses Mal war wesentlich schöner, wesentlich bessere Stimmung. Und es hat mir auch wesentlich besser gefallen. So würde ich das erstmal zusammenfassen. Ich mag diese Planungsphase, ich habe da so verschiedene Aktionen und muss dann bestimmte Aktionen bestimmten Regionen zuordnen, die mir gehören, habe da die Karten, dann habe ich noch, wir haben es mit der Tenno-Scout-Erweiterung gespielt, wo ich dann also Figuren oder Klötzchen aus der Region rausnehmen kann, Armeen, um dann beim Tenno vorstellig zu werden und da wieder Gunst zu bekommen. Das ist eine ganz coole Option, fand ich. Und habe dadurch auch aber auch so eine kleine Chaosphase eben drin, sodass ich weiß, okay, wenn ich jetzt aus diesem Gebiet hier mein Geld holen möchte in dieser Runde, dann ist das schon möglich, dass mir vorher jemand dieses Gebiet abspenstig macht, ne? Indem er da angreift. Wenn denn der Angriff vorher liegt, denn ich weiß auch nicht, welche Aktionen in welcher Reihenfolge kommen. Auch hier, wie gesagt, ein Chaosfaktor, aber alles ein bisschen relaxter. So, ne? Also ich habe schon mehr Möglichkeiten zu planen, als eben jetzt beim Kampf um Rokugan. Und dementsprechend hatte ich da einfach auch mehr Spaß bei. Ich fand es ein schönes Spiel. Es ist nichts, was ich mir kaufen würde. Ich würde jederzeit mitspielen, das ist nichts, was ich mir kaufen würde, und zwar ganz einfach, weil das eine Art Spiel ist, mit der ich Ellie locker ums Haus jagen kann, und dementsprechend wird das hier nicht auf den Tisch kommen, wenn ich es im Schrank hätte. Gut, Wargames kommen auch nicht auf den Tisch mit Ellie, aber das ist irgendwie noch was anderes. Aber wie gesagt, wenn ich das spielen möchte, dann fahre ich zu Jochen oder Jochen kommt und es kommen noch andere, und dann passt das brauche ich dann so nicht, aber es war schön. Es war schön, das Spiel endlich mal gespielt zu haben, diese Lücke geschlossen zu haben, und ich würde es auch jederzeit gerne wieder spielen. Ja, jederzeit gerne wieder spielen, würde ich auch das Spiel, das jetzt kommt. Mein Highlight der Woche, ich sag's jetzt schon, ich hab's am Freitagabend gespielt mit Jochen. Es ist Europe in Turmoil. Es ist wirklich so gut, wie man befürchtet, wie man gehofft hat. Es ist ein Spiel, das nutzt die Elemente von Spielen wie Twilight Struggle, von 1989, von... Ja, also dieser ganze Schiene, also die auch die Größenordnung, also eben nicht 13 Tage oder so, sondern wirklich die Größenordnung von Twilight Struggle. Wir haben, glaube ich, 4 Stunden gespielt, mit plus erklären. Und, 3 Stunden, glaube ich. Ne? Ein bisschen, der Erste Weltkrieg ist ein bisschen früh ausgebrochen. Aber, wenn man eben eins von diesen Spielen kennt, ist man im System relativ schnell drin. Ne? Also ich habe Karten, ich habe meine Events, es gibt neutrale Events und es gibt Events des Gegners. Wenn ich Events des Gegners habe, müssen diese ausgeführt werden, wenn ich die Karten spiele. Ich muss meine Karten spielen, die ich auf der Hand habe, immer bis auf eine runter. Hab alle 3 oder 4 Runden habe ich mehr Karten auf der Hand und es gibt eine Aktionsrunde mehr. Es gibt, das ist wunderbar thematisch, es gibt bei Twilight Struggle den Space Race Track, wo ich Karten verbrennen kann praktisch, die ich auf keinen Fall spielen will. Das ist dieses Wettrennen zum Mond, und hier habe ich den Dreadnought Track. Ja, denn im Vorfeld des Ersten Weltkriegs gab es ja dieses Wettrüsten um die größte Flotte zwischen England und Deutschland, weil Willi unbedingt mehr Schiffe haben wollte als Edward, und dementsprechend, oder als George später dann, er war da halt so ein bisschen eigen, irgendwie eine Sektsteuer und so. Und dementsprechend haben wir hier genauso einen Track, der allerdings ein bisschen umfangreicher ist und auch ein ganz bisschen komplexer sich spielt, muss ich sagen. Und dann habe ich noch 2 Optionen in dem Spiel, die es nicht gibt bei Twilight Struggle. Ich habe 1989 noch nicht gespielt. Ich habe es gesehen, ich habe es jetzt endlich da, aber noch nicht gespielt. Und da sind ja wohl so 1-2 Sachen drin, mit denen Leute oft nicht so einverstanden waren. Und das soll hier besser gemacht worden sein. Deswegen, ich kann das jetzt erstmal nur mit Twilight Struggle vergleichen.
Und habe die zweite Sache, die ich habe, sind diese Stabilitätskarten. Das heißt, immer wenn eine Region gewertet wird, es gibt vier Wertungsregionen: Frankreich, Deutschland, Russland und den Balkan. Und immer wenn eine von diesen Regionen gewertet wird, gibt es einen Stabilitätscheck. Das heißt, man spielt Stabilitätskarten, die nochmal so ein bisschen was vor dieser Wertung reißen können. Danach gibt es einen Crisis Roll. Und wenn man sich so ein bisschen mit dieser Zeit da so beschäftigt, dann passt das wieder wunderbar. Denn die ganze Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, eine Krise nach der anderen, diese ganze Spannung immer wieder hochgebracht hat. Und im Laufe der Zeit spiele ich eben auch Karten aus, die diesen Track, diesen Spannungstrack steigen lassen. Tension Track steigt und gleichzeitig steigt der Great War Track. Und ich habe so einen negativen Modifier, der immer kleiner wird. Das heißt, wenn ich so einen Crisis-Wurf mache, würfle ich mit einem W6, gucke, wie hoch die Crisis steht. Und ziehe dann den Modifier ab, also das negative Modifier vom Great War Track. Und wenn der schon so niedrig ist und ich komme am Ende auf 6, dann bricht, nee, auf 7, 7, dann bricht der Great War aus. Dann wird der Great War ausgespielt und dann ist das Spiel zu Ende. Das hatten wir in der zweiten Ära, ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Schade auch. Wohl gut, ich habe die Liberalen gespielt, für die war es ganz gut, denn die haben das Ding nach Hause gefahren und Russland war auf meiner Seite. Man hat dann also noch so eine Mobilisationsphase. Man kann das also einmal durch so einen Würfelwurf machen. Und wir haben aber diese erweiterte Regel gespielt, in der man Mobilisationskarten für jede teilnehmende Nation spielt und dementsprechend nochmal ein paar Sachen verändert. Also wirklich so eine kleine Kaukasus-Campaign und solche Sachen da für jedes Land macht, das da beteiligt ist. Und ich kann ganz, ganz großartig sagen, ein so gutes Spiel. Es hat einen mega Spaß gemacht. Ich hätte es im Grunde hätte man es direkt danach nochmal aufbauen können. So gut war es, aber es war halt 3:30 Uhr oder 3 war es. Aber ich kann es nur empfehlen, wenn ihr eine Chance habt, das zu spielen und euch liegen solche Spiele, ganz großartig. Ich wage zu behaupten, dass dieses Spiel, zum einen wegen des Settings, weil das Setting mag ich, aber auch was die Optionen angeht, bei mir auf Dauer Twilight Struggle den Rang ablaufen könnte. Also, dass also nicht Twilight Struggle irgendwie aus meiner Liste verschwindet, aber dann dieses Spiel schon vorbeiziehen könnte. Zeug dazu hat's, sage ich hundertprozentig. Es ist ein super geiles Spiel, ganz einfach. Das ist wirklich, wirklich der Hammer. Und ich freue mich auf die nächste Partie. Mehr kann ich einfach nicht sagen. Das ist toll. Sieht gut aus dabei, hat tolle Karten, hat eine super Karte. Wir haben es schon mal angeboxt. Wir werden es auch live streamen, definitiv. Da wird was kommen. Also tolles Ding. Absolut, absolut tolles Ding. Und wie gesagt, wenn man Twilight Struggle kennt oder 1989, also, dann ist man auch schnell drin. Trinkt einen Schluck Kaffee. Eins haben wir nämlich. Wir haben am Samstag gespielt. Wir wollten eigentlich starten mit Underwater Cities, aber Underwater Cities muss ich tatsächlich sagen, wir haben es nicht gespielt. Und zwar, wenn man gar nicht so auf Kartentexte achtet, weil die immer so mit einem halben Auge liest, dann fällt einem das gar nicht so auf und dann sagt man ja, okay, so viel Text oder der Text erklärt die Icons oder sowas. Aber wenn man dann doch, sage ich mal, so ein bisschen so auf den Text guckt und eigentlich darauf angewiesen ist, dass man den Text auch sofort versteht, ne? Also wenn man nicht so pralle dabei ist mit Englisch ganz einfach mal oder nicht so viel Lust auch dazu hat. Ich würde Underwater Cities nicht als komplett sprachneutrales Spiel bezeichnen. Und deswegen, an dieser Stelle kann man einfach nur sagen, man schätzt das oft falsch ein, aber ich kann einfach nur sagen, wenn ihr komplett sprachneutrale Spiele erwartet oder braucht, um das zu spielen, dann ist Underwater Cities nicht das, was ihr da braucht, sondern dann braucht ihr die deutsche Version. Das nur an dieser Stelle. Dauert ja nicht mehr lange, aber dann würde ich sagen, würde ich definitiv von der englischen abraten zurzeit. Nicht aus qualitativen Gründen, sondern einfach aus Sprachgründen. Und dann haben wir das hier gespielt, vor rund 3 Jahren noch. Ich war Feuer und Flamme, Ellie dieses Spiel zu erklären. Und Ellie fand es nicht so gut. Ellie fand es nicht so gut. Es hat mir zwar Spaß, also mir hat es Spaß gemacht, sag ich mal. Es war mal schade, wenn man jemanden gegenüber am Tisch sitzt und spielt zu zweit und man merkt schon irgendwie, das kommt hier gerade irgendwie so gar nicht gut an. Aber wir haben es durchgebissen, wir werden es auch live spielen. Vielleicht steigt es ja auch in Ellies Gunst. Ellie hat so ein paar Sachen dabei. Der falsche Punktesalat. Ne? Also, wenn ihr jetzt mal unseren Kanal, weil wir von vorne wieder unseren Kanal anguckt, dann seht ihr, dass Ellie auf Feldspiele steht. Ne? Also, wir haben die Feldreise gemacht, wir haben ganz viele Feldspiele gespielt. Die sind nicht alle gut angekommen. Ne? Amerigo, Rialto oder so, nicht alles mochten wir. Merlin. Aber Aquasphere zum Beispiel, ne? Ganz, ganz große Kunst. Forum Traianum ist bei mir relativ gut angekommen, da auch gut eingeschlagen, war auch mein Spiel des Monats im Februar, wenn man das bei Spielama ist, übrigens auch ein sehr gutes Video, dieses Spiel des Monats, das da einmal im Monat bei Spielama kommt, ganz, ganz groß. Da war es mein Spiel des Monats
Und ich mag es auch nach wie vor, Gottes Willen. Ne? Also ich glaube vielleicht, dass es mit drei Leuten mehr Spaß macht. Aber eigentlich ändert sich nicht groß was. Eigentlich ändert sich nicht groß was außer der Auslage. Nee, Quatsch. Also das nehme ich einfach mal zurück. Aber Ellis Punkte bei diesem Spiel waren der falsche Punktesalat. So, der falsche Punktesalat ist eine Sache, die hat er natürlich immer oder oft. Und der uns eigentlich auch nicht so viel ausgemacht. Aber mit dieser Wertung hat er sich schwer getan. Also mit diesen 5 Wertungsebenen, die es alle drei oder alle 8 Karten da gibt. Und die jedes Mal anders irgendwie sich so ein bisschen anders zusammensetzen. Man wertet zuerst. Man zählt die Punkte für die Kräne, also für die gleichfarbigen Gebäude, wenn man eine Kranwertung hat. Dann macht man eine Wertung für die Adler, wo man dran liegt. Dann wertet man das zusammenhängende Gebiet um die Adler rum. Dann wertet man die Trajansaufträge. Nee, dann wertet man die grauen Gebäude. Das nimmt man, ja, und jede Wertung funktioniert eben ein bisschen anders. Das sind 5 Stück. Und das hat sie ein bisschen genervt, glaube ich, hauptsächlich. Und das war das Ding. Und dann daraus. Und das verbunden mit einer nicht so guten Übersicht, fand sie. Ist es einfach so, das Forum Traiano? Das fand ich gar nicht mal so schlimm. Ah, schieß los. Schlimmer fand ich dieses Ding da in den Spalten. Ding in den Spalten? Siehste? Was meinst du? Dieses Punktewerten in den Spalten. Dieses zweite, dritte, ein Punkt, zwei Punkte für diese... Die Bürger, für die grauen Gebäude, die dann... Für die ja. Das fandst du nervig? Nee, das habe ich bis jetzt immer noch nicht kapiert. Ja, wir müssen aber nochmal wieder spielen. Ne, das ist... Wann das... Da, dann wird es direkt gewertet, wenn man dieses graue Plättchen legt. Dann kommt diese Zwischenwertung, dann wird das auch nochmal irgendwie gewertet. Direkt gewertet wird es nur, wenn du die Statue spielst. Jetzt machen wir hier gerade einen Crashkurs nochmal. Nur wenn du die Statue spielst, die gibt sofort Punkte. Alle anderen laufen auf den Leisten hoch. Dann ist das nur aktiv, wenn man da einen aktiven Bürger drin hat. Ist das jetzt währenddessen oder erst bei der Wertung? Jetzt erwischt mich... Ja, genau. Genau, ne? Also wie gesagt, es sind auch noch Fragen offen. und was du, glaube ich, hattest, waren die nicht genug Optimierungsmöglichkeiten drin. Ne? Ja. Das war mir jetzt alles zu knapp. Dadurch, dass die Karten jedes Mal neu aufgedeckt werden, so die Spalte, klar, kann man negieren mit einem weißen Bauherrn, oder ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, also mit diesem weißen, aber die sind ja nicht endlich. Die sind ja dann auch irgendwann weg. Um sich da andere Felder frei zu machen und. Und dann ist es wieder glücksabhängig, kriege ich in der nächsten Runde einen Weißen oder kriege ich keinen Weißen? Ja, okay, man ist ein bisschen abhängig davon, dass gut läuft hier und da mit dem Plättchen ziehen. Das ist definitiv so. Ich kann da einfach nicht weit genug planen. Deswegen habe ich mich nur auf die Endkarten konzentriert. Weil ich nicht 2 Punkte Vorsprung gewonnen. Ne? Was dann noch so auf mich zukommt. Ja. Okay. Ne? Alles klar. Nee, muss man sehen. Also ihr seht, momentan haben wir noch keinen gemeinsamen Nenner bei diesem Spiel. Wer weiß, ob sich das ändert, werden wir sehen. Muss ja auch nicht immer so sein. Na, in diesem Sinne, sind wir durch. Ist so. Wir sind durch mit Forum Traianum und auch mit der Woche. Das war sie. Nachher dann nochmal Arabica. Dementsprechend werden wir die nächste Woche auch Arabica sehen. Und wie gesagt, es kann sein, dass wir das nächste zu Tisch auch wieder ein bisschen früher aufnehmen. Also wie letzte Woche in dem Dreh irgendwie. Aber, ne... Ist ja nichts Schlimmes in diesem Sinne. Es war eine volle Woche, es waren echt viele Spiele auf dem Tisch. Und ich denke, war für alle was dabei. Es war nicht immer gut, aber es war immer schön zu spielen. So würde ich sagen. Jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr zu den Spielen? Was sagt ihr zu Forum Traiano? Was sagt ihr zu den Kritikpunkten von Ellie? Was sagt ihr zu Valparaiso zu zweit? Europe in Turmoil. Kann es das überhaupt geben? Kann es überhaupt Spiele geben, die besser sind als Twilight Struggle, also die in dieser Mechanik unterwegs sind, sage ich mal ganz einfach. Das lehnt sich ja ganz klar an. Dieses Spiel hätte es ohne Twilight Struggle auch nicht gegeben. Ne? Kampf um Rokugan, weiß ich, oder Rokugan, wie auch immer, weiß ich, kommt hier und da auch anders an, aber wahrscheinlich muss man einfach Fan sein von solchen Spielen. Ne? Wie gesagt, es ist wirklich ja hier wirklich von Hex Encounter bis Mehrheiten, bis Spiele mit nicht so viel Optimierungsoptionen bis zu Wargames, ja wirklich alles bei. Erzählt. Und vor allem, was habt ihr gespielt? Haut rein. Ich bin total gespannt, was ihr schreibt und sage an dieser Stelle tschüss. Mein Kaffee ist fast leer. Bis zum nächsten Mal und tschüss.